So, ein wunderschönes Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Das. Und wir haben gerade diese wunderschöne Tür geöffnet. Oh, und das Spiel hat ein Safe Game angelegt. Das klingt schon mal nach Spaß für die ganze Familie. Wie viel muss er noch weg? Noch? Wir haben immer noch 18 Schuss. Achso, stimmt, wir haben gerade diese Munition eingesammelt. Und wir haben schon 238 für die andere. Ah, ist ja schon ordentlich. Oh, achso, okay, doch. Ich dachte schon, ist wieder so, wo man zurückkommt, aber doch, man kommt zurück. Warum ist hier alles so grau? Oh! Mann, macht das Spaß. Oh, noch einer? So, das hier ist bloß Wasser. Ja. Ah, ne, ist Wodka. Oder? Was steht da? Wodka. Aha. Wodka. Dann können wir da raus. Ey. Und daraus. Vielleicht noch mehr Verbände machen. Nicht, dass wir irgendwelche brauchen, weil wir haben bereits über 100. Gut, 70. Jetzt haben wir 75. Nee, 71. Warum ist da immer noch 171, obwohl wir 75 haben? Muss ich das verstehen? Hä? Hier sagt das 75. Naja, whatever. Auf jeden Fall aber über 70. Okay, hier ist definitiv One-Way. Da kommen wir definitiv nie wieder hoch. Liegt hier noch irgendwas rum? Irgendwas Besonderes? Nee, ne? Nö. Okay, dann ab in unser Verderben. Oh, das ist die Tür. Oh, du. Ah, jetzt hat er aktualisiert. Jetzt sind wir um 74. Oh, Alter, direkt Hunde. Let's go. So, können wir gleich mal nehmen hier. Aber cool, ein Schuss hat gleich zwei erledigt. Lol. Mit der Baby ins Gesicht. Drück was halt, du Vianatist. Hast du aber gerade ganz schön. Ja, so viele Gegner hier mit einmal. Also ist aber bitte nicht die ganze Zeit hier. Verschwendet die ganze Munition, die wir haben. Das ist nicht so die geile. Ah, wow, Alter, hier ist ja alles grau. Gott damn it. Man sieht hier nicht mal mehr das Meer. Oh, hier geht's total runter. Da ist ein PNG-Wald. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man hier mit so Fog arbeitet, also hier, Mann. Nebel. Das ist dann halt der Horizont immer so super abgeschnitten aussieht. So, warum so ein schöner, detailreicher Himmel machen, wenn gleichzeitig so ein Nebel da ist? Dann macht doch den Himmel einfach genauso grau wie das da. So, dann weißt du wenigstens, dass du nichts mehr siehst. Und fühlst dich nicht verarscht. Alter, wie laut! Alter, wie sind denn das?
Da kommt noch mehr. Ey, viele. Das ist hier eine richtige Munitionsverdröschungsmaschine gerade. Was soll denn der Kack? Das ist ja richtig hässlich. Die haben so schöne Munition. Oh. Verstehe ich. Eine Frage. Muss das so? Ist das noch Kunst oder kann das weg? Ich habe Fragen. Ja. Wir gehen jetzt mal hier runter. Und hoffen wir, dass wir nicht noch mehr Munition verschwenden. Für unnötige Horden an Gegnern. Oh, ja, hier sieht aber schön aus. Ach, die haben beide dieses Totenkopf auf der Hinterseite. Deswegen vergesse ich es immer. Gut, einmal Kleber nehmen wir mal hier nach unten. Zusammen mit dem Ding. Irgendwie spuck dich nach da. Spuck dich nach da. So, jetzt eine schöne 3x3er-Konfiguration. Und das Fuel. Ganz, ey, wir haben schon so viel davon. Na gut, lassen wir erstmal da. Werden irgendwann zu viel werden. Zu schwer werden. Dann jetzt eine Pumpgun, die brauchen wir definitiv nicht. Sonst ist hier gar nichts. Ach nee, ist noch. Klar. Die ganze Zeit haben wir keine Axt und jetzt kriegen wir gleich 20.000 Köpfe mit einmal. Aber hey, wenigstens hier eine schöne Ausrüstung. Wobei unsere es echt noch gut tut. Das heißt, wir nehmen die erstmal auf. Und ziehen die erst dann an, wenn wir zum nächsten Level übergehen. Wobei, nee, geht gar nicht. Wir verlassen ja dieses Level oder dieses Episode, wie auch immer man das nennt, ja mit dem Taucheranzug. Glaube ich. Gut, das heißt, aber wenn es hier nicht weitergeht, wo geht's denn dann weiter? Habe ich noch irgendeinen Weg übersehen? Ach ja, hier geht's noch weiter. Ah, nehmen wir rein. Und der speichert schon wieder. Und noch ein. This place, it is all the same. Ja. Gebe ich dir voll recht, ist alles das gleiche, sieht alles gleich aus. Wobei, wie gesagt, ne, vorhin, als wir den Weg zurückgezinkert sind, also für euch in der vorigen Folge, haben wir gut geschafft, ne? Aber ja, jetzt kriegen wir. Weißt du? Wir haben Mangelware an diesen Stäben gehabt. Und jetzt, wo wir welche haben, haben wir gleich drei über. Das ist doch Betrug. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich schön. Ne, lieber zu viel als zu wenig. Oh, jetzt, warum ist hier grün? Nein, komm, komm. Ja. Ob das so gewollt ist, ich weiß nicht. Aber wenn es geht, kann sie nicht verkehrt sein, oder? Warum ist das hier alles so grün? Bin ich hier irgendwo, wo ich nicht sein soll? War das hier gerade legit? Oder ist es einfach nur, weil ich gerade wirklich so lange versucht habe, bis es geklappt hat, obwohl es gar nicht klappen sollte? Das hat immer so die Fragen bei solchen Sachen, ne? Wir bleiben jetzt mal auf dem Pfad hier.
Gut, hier geht's gar nicht weiter. Okay, das heißt, man soll hier reinkommen. Und es ist einfach nur als Secret gedacht. Das macht Sinn. Gut, Secret ist ganz geil, wenn hier nichts ist, außer ein Holzstab. Danke dafür. Selbst die Regale sind leer. Digga, ernsthaft jetzt? Na, fick dich. Das war nicht wahr. Nicht mal Monster, dass man zur Strafe auf die Fresse hauen kann. Ich will mein Geld zurückhaben. Warum ist hier so grün, sag mal? Ja, da kann man bequem sitzen. Oh, hier kommt Blut dazu. Oh, ist ein separater Raum. Ja. Oh. Okay, wir sind jetzt in einer neuen Umgebung. Das war ein Point of No Return. Also vielleicht kommen wir doch zurück irgendwie, aber auf jeden Fall hat sich jetzt hier einiges geändert. Das heißt, wir sind jetzt hier jetzt in einer anderen Umgebung. Ja, jetzt hier ist auch der Mittelpfeiler weg. Oh mein Gott. Oh, irgendwie mag ich solche Sachen, irgendwie... Ha, hier ist auch ein bisschen Bammel. Oh, jetzt ist doch zu. Oh. Jetzt ist doch hier weg. Dafür ist hinten das Tor offen. Was passiert hier gerade? Ach, kann sein, dass es hier so ein Floor-over-Floor-Ding ist? Dass es gar nicht dazu gedacht ist, dass es hier gruselig sein soll, sondern... Dass ich quasi einfach nur gerade... Weil eben, das sieht ja auch alles so komisch aus. Ich glaube, das ist gar nicht gewollt, dass man hier zurückgeht. Kann das sein? Ja, das ist gar nicht gewollt, dass man zurückgeht. Das ist in dem Moment einfach nur ein Bug. Every day is the same. Oder vielleicht ist es doch gewollt, dass wir in einer absichtlichen Loop gehalten sind. Aber der Boden ist halt auch so auffällig anders jetzt. Das kann doch nicht gewollt sein. Das ist der Raum, wo wir gerade drinnen waren, ne? Das ist genau der Raum, wo wir gerade drinnen waren. Was passiert hier gerade? Jetzt ist hier auch überall Stuff. Okay, also sollte für den scheinbar doch noch nicht rein. Aber ich verstehe, was sie meinen. Ja, okay, ich verstehe, was sie meinen. Wenn wir jetzt da runtergehen, da rausgehen. Nee, macht er trotzdem. Nee. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Meine Idee war gerade, dass wenn wir jetzt da rausgehen und dann nach links gehen, wir quasi wieder hier hinten reinkommen und es sich dann aber wieder ändert. Und wir dann quasi hier in so einem Art Mini-Loop sind und darauf auch dieser Spruch hier raufzählt, auch wenn da steht, dass alles immer das gleiche ist. Aber für das es halt so eine Art Loop ist. Aber das Ding ist ja zu. Das geht da. Das heißt, wir können da gar nicht mehr raus. Es ist schon alles gerade ein bisschen... Warum gab es hier diese Änderung? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Das Wodka? Nee, Wasser. Ich verstehe gerade nicht wirklich das Konzept dahinter.
Weil hier sind es auch Continue-Lücken, ne? Weil jetzt ist hier ein Gitter, was hier vorhin aber gar nicht war. Also, ne, als wir hier erstmal da unten lang gelaufen sind, hätten wir hier auch ein Gitter machen können. Dann wäre es gar nicht aufgefallen. So fällt jetzt aber auf, dass hier auf einmal ein Gitter ist. Versteht ihr, wie ich meine? Irgendwie gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, worauf die hinaus wollen. Ob das so gewollt ist oder das Ganze eher. Wow. Oh, Safe Game. Ein Bug ist. Okay. Langer Flur und ein Safe Game. Also ein Auto, ein Autosave. Das kann jetzt Gutes bedeuten. Ich höre Schritte. Und die Schritte bewegen sich. Ja, die Schritte bewegen sich. Oh. Da sollten wir für verschreckt direkt mal was essen. Ist das gut, dass sich das bewegt, was auch immer sich da bewegt? Schritte sind so laut. Dann müsste sich direkt hier drin befinden. Aber man sieht nichts. Oh Leute, Alter. Guckt mal, wie. Oh, ist das krank. Da ist ein Schalter. Oh, Alter, ich will das alles nicht. Wow, Alter! Digga! Das war mal ein Jumpscare. Aber wir haben nicht wirklich viel Schaden bekommen. Okay, das ist natürlich... Alter! Das ist schon geil gemacht. Die Frage ist ich muss mir nochmal im Video angucken. Ist er wirklich einfach so vor uns aufgetaucht? Spawnen die einfach so? Ich meine, wir hören an den Schritten ungefähr, wo er ist. Ach, das war gerade schon... Heilige Scheiße. Ist auch noch ein Schalter. Okay, erstmal gucke ich mich um. Erstmal umgucken. Da ist ein Schalter, da hinten ist ein Schalter. Das Schöne ist, die Fußschritte sind weg. Hier ist ein Tor. Die Fußschritte sind weg. Da ist eine Tür im Wasser. Okay, man kann hier gar nicht lang. Wir sind nicht in der Lage, durch Wasser zu laufen. Und hier ist auch noch ein Schalter. Drei Schalter. Okay, ich drück einfach mal eine. One remaining. Aber es sind doch drei. Vor allen Dingen, was aktivieren oder deaktivieren sie? Ich drück mal den hier. Gar nichts. Ah. Aber wo ist denn der hier? Ach, den kann ich jetzt gar nicht mehr drücken. Ah, okay. Das heißt, es sind zwar drei, man muss aber davon nur zwei betätigen, scheinbar. Das heißt, es war eher so gedacht, dass ich von dieser vor dieser Entity halt. Ist englische Wort. Halt fliehe. Gut, wir haben sie einfach auf uns drauf zukommen lassen. Das geht natürlich auch, so kann man machen.
Warum ist der Raum hier so leer? Oh. Da sieht ihr sehr nach christlich aus, so mit diesen geschwungenen Torbögen. Oh. Willkommen im Dschungel. Och nö, jetzt nicht im Wald rumlaufen. Oh mein Gott, das hält mein Herz gerade nicht aus. Seit wann gibt's eine Waldpassage? Ich will das nicht. Vor allem, man ist halt hier in keine Richtung geschützt. Oh fuck, Alter. Ich komme hier vor wie in Vietnam. Das ist nicht gut. Was haben wir denn eigentlich noch so alles? Wir haben noch, wir haben noch 14 Schuss. Ich sollte also versuchen, eher wieder auf Nahkampf überzugehen. Vorhin war es halt einfach diese Massen, da waren immer gleich 4, 5, 6 mit einmal. Da mit so einer Nahkampfwaffe hätte halt nicht funktioniert so. Aber jetzt können wir ja mal wieder ein bisschen mit Nahkampf probieren. Achso, okay. Gut, so groß ist die Waldpassage dann wohl doch nicht. Da ist wieder eine Tür. Sehr geil. Ja. Du musst ja auch dein Maul aufreißen, Ronny. Du musst ja auch dein Maul aufreißen. Weißt du, bist du selber schuld. Hast du dir selbst zuzuschreiben. Das war gejinxt. Wobei die Atmosphäre schon echt geil ist hier. Und hier ist das wenigstens auch, ne, dass du halt den Himmel nicht mehr siehst. So macht Sinn. Ne, einfach komplett grau und grau. Wo denn? Leute. Wow, Alter. Aber man kann schon schnell durchgehen. Gut, das ist zum Glück überhaupt nicht creepy. Ach, da hinten ist er. Na komm her. Da hinten ist noch einer. Ja, komm halt her. Moment mal. Oh, okay, jetzt sind doch noch mehr unterwegs. Oh Gott, ich hab so keinen Bock. Kann ich irgendwie... Achso, ich könnte ihn mit Stein abwerfen, ne? Na, jetzt komm. Oh, ich habe mehrere. Ist das ein Echo oder höre ich zwei? Ey Leute, macht hier jetzt nicht wahnsinnig. Da ist er. Also es sind zwei. Ja, jetzt ist Echo wieder weg. So. Meine Fresse. Alter, diese ganze Atmosphäre ist gerade einfach too much. Boah, Alter. Ich sterbe noch. Okay, hier sind alte Brückenelemente. Oder alte Wege oder sowas. Kann ich hier rauf? Natürlich nicht. Ich bin zu fett. Ja, genau. Hier war eine Brücke. Und die ist eingestürzt. Oh, oh. Da ist er. Zum Glück kommt immer nur einer. Gut, sagte er und hörte direkt zwei Hunde. Also mindestens zwei. Ja, ich sehe auch zwei. Und ich habe noch einen Zombie. Ich glaube, ich muss gleich wieder auf eine Waffe wechseln.
So, ein Hund ist weg von zwei. Ein Hund und ein Zombie ist noch da. Immer schön Buch führen, ne? Oh, es sind immer noch zwei Hunde. So. Okay, der Zombie ist weg. Das Gefährlichste ist erstmal weg. Weil ich glaube, die Hunde sind gar nicht so gefährlich. Die scheinen zum Glück nicht so wie in anderen Spielen super schnell zu sein oder sowas. Wenn du sie zu nah an dich ranlässt, werden sie böse. Aber sie sind halt relativ langsam. Aber was glaube ich auch neu ist. Ich habe in Erinnerung, dass als ich damals gespielt hatte, dass die Hunde auch extrem schnell war. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist los mit euch? Leute, geht mal zum Arzt. Ist der Hintern auch ein Kopf? Nö. Nö. Ich dachte schon. So, zurück zum Thema. Also hier die Brücke. Kann man nicht rauf. Und der nächste. Zum Glück scheinen die aber immer nur aus einer Richtung zu kommen. Also ist jetzt nicht so. Ne, die kommen immer. Man hat immer einen Eingang und einen Ausgang. Das heißt, man weiß mindestens immer wohin die Reise geht. Na komm her. Ah! Ja, das war das mit dem Zünder rankommen lassen. Boah, Bleeding komplett bei 300. Das Problem ist halt, die kommen halt von alleine nicht her. Ich muss sie halt anlocken. Okay, doch, er kommt. So. Schnauze jetzt hier. Kann ich endlich mal die Kisten aufmachen? Folgenpause machen. Ach, eine Dosenfutter hier. Gibt's doch ja nicht. Ah, ich bin gefangen. Hilfe! Lass jetzt mich raus. So, hier geht's weiter. Nächste Folge, denn dann. Jetzt sieht's aus, als wenn ich im Haus drinne wäre und nach draußen komme. Gehe, mach ich doch. Ja, die Axt langsam ist schon halb runter. Ist also echt ganz gut, dass wir nochmal den Sledgehammer mitgenommen haben. Weil wir haben noch. Oh, nee, doch, haben wir doch. Hier, da haben wir doch. Nevermind, okay. Wir können also nochmal reparieren. Nevermind. Hab nichts gesagt, Leute. Beruhigt euch bitte. Wir wollten jetzt das Spiel beenden. Das ist dann 25? Ja. So, dann soll es mit der Folge gewesen sein. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann.